wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Vlöckchen hier aus Dubai. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich starten soll, denn wir haben tatsächlich den Tag zu früh vor dem Abend gelobt, wie man so schön sagt. Unsere kleine Travel-Maus hat den Flug wundervoll überstanden, hat uns dann aber im Nachhinein die nächsten zwei Tage ein bisschen kassieren lassen. Sie hat nämlich wahrscheinlich, ist aber auch nur reine Spekulation aufgrund dessen, dass sie eine Reizüberflutung hatte. Ich meine, das erste Mal fliegen, laute Geräusche, extrem viele Leute. Und hier in Dubai, warme Temperaturen und einfach grundsätzlich, wir sind ins Hotel reingekommen, habe ich auch im letzten Vlog erzählt, 360 Grad die ganze Zeit rumgeguckt und hat uns dementsprechend relativ wenig dann die Nacht über schlafen lassen. Zwei Nächte in a row. Sabiu hat gestern gar nicht geschlafen und heute, ihr hört das vielleicht schon im Hintergrund, wir sind an einem ganz besonderen Ort und zwar im Autodrom von Dubai. Hier wird die Tage über das 24-Stunden-Rennen stattfinden. Wir werden heute die exklusive Möglichkeit haben, ein Coaching, ein professionelles Coaching zu erhalten von dem lieben Fidel. Wie wir ganz genau diese Strecke fahren, Kurven, wie, was für Winkel und so weiter für meine ankommende Rennsaison nächstes Jahr. Nein, Spaß. Aber wir werden hier aber gut mal ein paar Sachen austesten können. Fidel selbst, für die Leute, die es interessiert, fährt in der GT4-Klasse. Aber bevor wir dann gleich wirklich mit seinem Monster an Auto auf die Rennstrecke fahren, fahren wir jetzt tatsächlich testweise erstmal mit seinem Leihwagen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich trage hier die neue GoPro 360 Grad Max mit mir mit und ich werde die jetzt mal austesten. Die habe ich ganz neu bekommen, jetzt am Start und ich freue mich auf die Bilder. Love is deep, can you take me higher, higher? You and me, meant to be, would you take me higher? So, wir befinden uns jetzt hier in den Boxen quasi der Teams. Wir schauen uns jetzt mal die Fahrzeuge an. Ich hoffe, der ist nicht zu groß, Foxy. Ich muss da richtig tight in die Kurven reingehen. Roxy, ich muss sagen, ist alles cool, aber ich glaube, mit der Farbauswahl des Helms hast du ein bisschen gepatzt. Nicht so dazu. Ich dachte, hier ziehe ich schon rote Schuhe an. Mega nice, grüner Helm. Also, hast du noch einen grünen Schuh vielleicht, damit wir so ein bisschen spielen können? Aber mit welchem Auto fährst du heute? Fangfrage. Natürlich mit einem Jeep Wrangler. Ich bin komplett fertig, Fidel, aber an dieser Stelle schon mal riesen Dankeschön für diese geile Erfahrung. Ich musste mich auch gerade erstmal ein bisschen fassen. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich habe ungefähr eine halbe Stunde genappt irgendwo. Ich habe einfach nicht geschlafen. Einfach weggepennt. Also, wirklich. Ich glaube, ich habe noch gar nicht so richtig einen Erfahrungsbericht jetzt erzählen können, weil ich selber gehirnlich noch gar nicht da bin. Aber ich muss sagen, hat super viel Spaß gemacht. Das ist extrem, geht natürlich auf den Körper, auf das Gehirn. Und dann ganz am Ende fragt er noch so, und, Cenk, willst du noch eine Runde? Ich denke so, lass mal Roxy noch eine Runde fahren. Ich will dir nicht die letzte Runde noch wegnehmen. Ja. Nee, ich musste durchatmen. Es stand mich schon hier. Ich nicht, dass wir noch neue Geruch im Auto haben. So, 24 Stunden Rennen. In ein paar Tagen. Ja. Bist du bereit? Hast du dich fit vorbereitet? Top fit vorbereitet. Mega viel Sport gemacht und ja, freue mich riesig auf das Event. Finde es mega cool, dass ihr dabei seid, mich unterstützt. Es wird richtig cool und ja, bin ready. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie viele Teammember sind am Start bei euch? Wir sind zu viert auf dem Auto. Das heißt, man fährt zwei Stunden, hat vier Stunden Pause, fährt zwei Stunden, so wechselt man sich immer durch, teilt die Stints auf. Grundsätzlich zwei Stunden am Stück Auto zu fahren, finde ich an sich schon krass. Autobahn die ganze Zeit immer durchballern, aber ihr seid ja hier on fire. Körperliche Belastung natürlich was anderes. Ja. Viele Leute da draußen sind sicherlich auch interessiert, wie du das Ganze bewerkstelligt hast. Wie lange bist du jetzt in Schüssen dabei? Mit 8 angefangen Kart zu fahren. Mit 8? Und
Und dann ging es immer weiter nach oben über verschiedene Formel und dann auch Tourenwagensport. Fidel hat mir erzählt, dass es extrem schwierig ist, Sponsoren zu finden dafür. Du musst erstmal extrem viel selber Geld blechen. Und vielleicht hast du nochmal einen Tipp für die Leute, die starten wollen und denken so, ey, wie komme ich denn da irgendwie an die Leute ran? Ich möchte wirklich durchziehen, aber ich habe einfach Startprobleme. Ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man neben der fahrerischen Qualität und der Leidenschaft und der Emotion, wo man dabei ist, einfach die Leute davon überzeugt, mit was für einem Herzblut man diesen Sport ausübt, damit man dann Leute findet, die einen unterstützen, einem helfen bei dem Weg, dass man nach oben kommt, weitermachen kann und eben auch die Chance hat, im Auto Fahrzeit zu kriegen, was ja wichtig ist, neben dem Training, und dass man einfach ja, Gas geben kann und mit Herz dabei ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht einfach war. Er steht hier nicht, weil er durchgezogen hat von vorn bis hinten. Du hast auch oft kassiert, oft auf die Schnauze gefallen, verarscht. Schwierige worden. Tage gehabt, aber einfach immer dann in dem Moment gesagt, nee, ich gebe nicht auf, ich gebe weiter, ich kämpfe meinen Traum. Sieht's aus, geil. Und jetzt, wie gesagt, dieses Jahr mega neue, super nette Partner gefunden mit Profi-Car, ja, die mir hier helfen, dass es richtig vorwärts geht. Und da freue ich mich riesig, mit denen zusammen Gas zum Geben und was zum Erreichen. Ja. An diese, oh, Roxy, was hast du gemacht? Ich wollte gerade einen ruhigeren Move machen. Ich wünsche dir extrem viel Power und positive Energie, danke, dass du dieses 24-Stunden-Rennen vor allen beenden wirst. Ja, klar, das wäre stark. Natürlich hinter der Ziellinie. Ja. Danke dir, Mann. Richtig geil. Liebe Leute, checkt Fidel unbedingt mal aus, wenn ihr seinen Lebensweg mitverfolgen wollt. Super interessant. Unten in der Beschreibung alles für euch verlinkt. Ich gehe jetzt in der Bar ein bisschen chillen. Mit einem Bananenjuice. Hallo Papa! Hallo Mama und hallo Baby! Schau mal, das Baby! Milas erster Pooltag! I love that! Ja, natürlich! Ich hab gleich mich rausgeputzt, weil ich Papa schon vermisst habe. Ne? Bei mir war richtig verrückt. Wie war bei euch? Bei uns war ganz entspannt. Wir haben ausgeschlafen, ne? Haben lecker gegessen, sind jetzt seit ein, zwei Stündchen hier am Pool. Selbstverständlich wurde die Kleine eingecremt mit dem Testsieger La Vera. Ist jetzt kein Product Placement, aber wir haben extra gegoogelt. Wir sehen nur das Beste. Ist schon Product Placement, ja, aber nicht bezahlt. Und neben Sonnencreme selbstverständlich ein Tuch auf dem Kopf. Dadurch sieht sie aus wie eine kleine Babuschka. Zeig dich mal, Babuschka. Sie ist so süß. Ja. Das ist so süß. Mama, ich habe nur auf dich gewartet, damit wir gleich in den Pool springen. Mama, wollt ihr nicht? Wollen wir in den Pool? Ja, nimmst du mich mit? Ja, lass es ausprobieren. Aber erstmal nur mit den Füßen. Einmal so richtig eintunken. Und plumps. Hui. Das Wasser ist aber voll warm. Ist richtig warm. Hallo kleine Maus, guck mal. Das ist Wasser. Oh, wie süß. Hello, Milski Vanilski. Talk's cheap, love is deep. Can you take me higher, higher? You and me, meant to be. Would you take me higher, higher? Off the ground, off the ground. So, Freunde, wir klingen den Abend jetzt gemeinsam aus, gucken uns den Sonnenuntergang an. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert sehr gerne unseren Kanal. Und wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Sleep well, tired as hell.